Und ich möchte dann die andere Stufe auf den Moon drauf fallen lassen. So, 2 Minuten vorspulen und dann killen wir die restliche Relativgeschwindigkeit. Und dann reparieren wir dieses Ding und dann landen wir. So, wir steigen jetzt mit unserer Technikerin aus. Und hier sollen wir diese Dinger hier reparieren. Oh, nee, 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 nee. Wir sind auf der falschen Seite. Boarding. Ach, hier unten ist das. Okay. Nee. Du gehst hier hin und machst dein RCS an. Und fliegst hier hin und guckst mal, dass du ein Reparaturpaket nimmst. Anstatt deines Fallschirms, bitte. So. Und dann... Solarmodul ausfahren. Und hier Solarmodul ausfahren. Die beiden Solarmodule sind nicht beschädigt. Wir hätten ein Reparaturpaket gehabt. So, ich bin jetzt mal gerade gucken, ist das der richtige Satellit? Wir fliegen jetzt erstmal zurück. Wir docken jetzt mal. Nee, wir docken nicht. Wir holen uns unseren Fallschirm zurück. Das ist vielleicht ein bisschen wichtiger. So. Einmal Fallschirm wieder einpacken und... Ja, die Solarmodule waren nicht beschädigt. An Bord gehen. Hier haben wir, ich schalte einmal um auf dieses Ding hier, das hier ist der Raumfahrzeug umbenennen, Moon STX Satellit, beschädigter Moon STX Satellit. Und wir haben die Mission, repariere das folgende Teil bei Raumfahrzeug, beschädigter Moon STX Satellit Z9H9 Solarmodul Gigantor XL. Ich habe beide Gigantor XL ausfahren können, keins davon ist beschädigt. Dann würde ich jetzt sagen, wir drücken Alt F12. Aufträge aktiv. Den anderen Satelliten haben wir schon repariert. Der ist nicht mehr in der Liste drin. Und dann machen wir hier jetzt abgeschlossen. Der hier ist abgeschlossen, weil wir hätten es geschafft. So. Dankeschön. Wir gehen jetzt zurück. Okay. Und dann machen wir jetzt einmal... Weg vom Satelliten. So. Und gehen auf Umlaufbahn. Das ist auch gut. Wir reduzieren unsere Trajektorie. Einfach mal für eine Landung. Ich gebe jetzt mal Gas. Und reduziere unsere Periapsis so niedrig, dass wir die Stufe, die wir haben, drauf aufschlagen lassen können. Weil wir müssen noch ein klein bisschen Wissenschaftsdaten für seismische Aktivität sammeln und dann haben wir es. So, jetzt ist es so, dass unsere Stufe aufschlagen wird. Und dann drehen wir uns mal zur Seite. So. Und machen eine Stufentrennung. Und zünden ein ganz klein bisschen unsere Motoren. Hallo?
Oh, Mist. Da hängt was fest. Aber wir kriegen sie bestimmt weggedreht. Hui, 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 jawohl, da haben wir sie weggeworfen. Ja. Und jetzt wollen wir wieder Geschwindigkeit aufnehmen, damit wir nicht selbst auf die Oberfläche aufschlagen, sondern nur diese Stufe. Bitte. Und wir wählen 20 Kilometer Höhe. Und wir können schon mal unsere Landefüße ausfahren. Wir haben noch 3400 Meter pro Sekunde. Das ist also komfortabel. Und wir sollten auch bei den Aufträgen, sollten wir jetzt bei 49 von 50%. Das heißt, wenn das aufschlägt, haben wir es auf jeden Fall geschafft, diese Mission zu fliegen. Also diese, noch eine weitere Mission um den Moon abgeschlossen. Und hier oben haben wir diesen Satelliten, da sagen wir mal Ziel entfernen. Wir wollen nämlich jetzt landen. Na gut, wir landen hier auf der dunklen Seite. Das ist vielleicht nicht das Allergeilste. Vielleicht, ja, wir suchen uns einen schönen Landeplatz. Wir fliegen erstmal zur Periapsis, um dort abzubremsen. Hier hervorspulen. Und da gab es eine Mondfinsternis. So wie es aussah. Und da ist unsere Stufe eingeschlagen. Hat ganz viel Wissenschaft produziert. Auftrag abgeschlossen. Gab 172.000. Wir haben Wissenschaft bekommen. Jawohl. Coole Sache. Und jetzt reduzieren wir unsere Umlaufbahn. Indem wir unser Triebwerk zünden. Und einen niedrigen Orbit fliegen und dann gucken, wo wir im Tageslicht mit unserer schönen gebauten Landefähre runterkommen, die besser steuerbar ist, als es das letzte Mal im Stream der Fall war. Was haltet ihr denn von diesem Krater? Da waren wir definitiv noch nicht. Spulen wir hier hervor, speichern und dann geht's runter. Kannst du an den Satelliten noch was dran bauen? Ah, Mist, ja, ich hätte an den Satelliten noch was dran bauen können. Oberfläche, wir richten uns aus. 500 sind wir schnell. Wir werden hier irgendwo einfach landen, würde ich sagen. Ich zünde einfach mal und dann gucken wir, dass unsere Trajektorie abnimmt und wir hier auf dem Krater irgendwo landen werden. Den Krater haben wir noch nicht besucht. Diese großen Krater um den Mond verteilt sind eigentlich in der Regel immer ihre eigenen Biome. Also, wir bremsen mal ab und ich finde, diese blanke Stelle hier nach diesem tiefen Krater ist ganz hervorragend geeignet zum Landen. Dann reduzieren wir unsere Geschwindigkeit mal weiter. Irgendwo hier so. Da würde ich gerne landen. Und das sollten wir hinkriegen. Ja. Jo. Dann spulen wir hierher vor. Und bremsen weiter ab, um hier runterzukommen. Wie hoch sind wir denn noch? Wir sind über Land. Ach mein Gott, 16 Kilometer. Wir sind sehr hoch. Wir sind jetzt schon in diesem Krater drin. Das ist abgefahren, oder? Ja, wir sind jetzt mitten über dem Krater. Und zünden. Genau, hier würde sich Landen bestimmt gut machen. Tiefstehende Sonne. Sollten wir gut mal navigieren können. Ja. Ja, wir ziehen mal die Trajektorie hierhin niedriger. Und wir haben tatsächlich auch Oberflächenwissenschaften mitgenommen. Ja, das ist jetzt relativ aggressiv. Oh, und wir können einen EVA-Bericht machen. Den machen wir aber, wenn wir diesen Burn abgeschlossen haben, weil so schnell sind wir aus dem... Ja, Polarkrater. Das hier ist jetzt das Biom Polarkrater und wir können aufhören. Jetzt kommen wir irgendwo neben diesem Krater runter. Wir machen mal einen kleinen EVA. Einmal EVA-Bericht. Jawohl. Boarding und gespeicherte Daten wegschicken.
Sehr gut. Noch 10 Kilometer hoch. Ich mache nochmal F5. Wir richten uns aus. Und ich spule mal ein bisschen vor, bis wir auf 4 Kilometer sind. Und jetzt zünden wir. Ja, und ich merke schon, dass hier das Drehen und Rotieren von der von unserem Raumschiff deutlich besser funktioniert. Und es kann sein, dass ich zu weit vorgespult habe, dass wir nicht schnell genug langsamer werden. Doch. Werden wir. Aber das ist nah an einem Suicide Burn gewesen. Meine Fresse. Oh, das ist ein bisschen knapp für... Das ist ein bisschen knapp für mein Wohlbefinden gewesen. Alter, noch 200 Meter. Wir sind noch bei 26. Ich habe jetzt die ganze Zeit volles Met geburnt. Und jetzt sind wir bei 10. Okay. Oh, 140 Meter Sicherheitsabstand quasi. Mehr war das nicht. Alter Schwede. Heieieiei. So, 3 Meter. Da ist unser Schatten. So, oh. Und da hüpfen wir nochmal und sind gelandet. Öfter mal was wagen. Ja, meine Fresse. Wir sind gelandet und wir können jede Menge Wissenschaft einsammeln. Großartig. So, das machen wir jetzt mal. Materialuntersuchung durchführen. Ja, das nehmen wir alles mit. Dann hier seismische Aktivitäten. Nehmen wir auch mit. Temperatur. Nehmen wir. Druck. Nehmen wir. Crewbericht. Den senden wir direkt, weil wir sehen ja direkt da Kerbin. Das ist ein geiles Bild tatsächlich. Was fehlt uns noch? Mysteriöser Schleim, genau. So, und dann würde ich sagen, Techniker, steigt mal aus. Und einmal bitte Wissenschaft aufbauen. Solarzelle einmal hier vorne hin. Jo. Wir haben keine Wissenschaftler dabei. Das heißt, Solarzellen, die Wissenschaft ist nicht so super effizient, wenn sie von Technikern aufgebaut wird. Da kriegt man dann keinen Bonus für Wissenschaft. Aber wir bauen jetzt erstmal hier die Solarzellen auf und dann können wir hier auch die Experimente aufstellen und dann ist gut. So. So. Flupp. Und dann noch die beiden Experimente. Die Flagge nicht vergessen. Oh ja, danke Muku. Auf keinen Fall. Die Flagge ist einer unserer Aufträge. Gott sei Dank habe ich mir das aufgeschrieben. Flagge steht hier jetzt ganz oben. Ich wollte jetzt erst die Oberflächenwissenschaft machen. Aber jemand anderes sollte die Flagge aufstellen, finde ich. So. Düdelü. So. Und dann einmal neben den Experimenten stehen und in die Richtung gucken. Und dann einmal hierhin umschalten. Und Jebediah. Jebediah steigt auch aus und Jebediah wird die Flagge aufstellen. Und zwar so hier. Also erstmal Oberflächenprobe nehmen. Jawohl. Dann EVA-Bericht. Jawohl. Und Flagge aufstellen. Und da haben wir schon einmal Wissenschaft abgeschlossen. 125.000. Super. Und mal wieder Mühen. Jeb was hier. Oh. Ich kann nicht schreiben. Auch das noch. Jeb was hier.
So, und jetzt? Einmal richtig hinstellen. Die Damen, die Herren. So. Einmal ein kleines Gruppenfoto hier. Wie immer, alle Bilder von dem Stream nachher im Discord. Also, davon werde ich auf jeden Fall Bilder posten, weil das ist gerade ein sehr, sehr schöner Winkel. Finde ich. Okay. Jetzt haben wir hier noch... Ach ja, genau. Jeb kann wieder einsteigen, der hat die Wissenschaft mitgenommen. Unser Techniker muss noch seinen Raketenrucksack aufsetzen, aber bevor er das tut, kann er auch nochmal da unten dran gehen und auf dem Mühen ein bisschen Golf spielen. Weil das fehlt auch noch. So, einmal klettern und an Bord gehen. So. Nee, das ist die Fahne. Das ist auch nicht. So, das ist unser Techniker. Sehr schön. So, genau, da haben wir nämlich ein EVA-Kit. Und da EVA-Forschung durchführen, das machen wir auch mal mit dem Golfball. Yeah! Auf Apollo 15 hat das tatsächlich einer der Astronauten gemacht. Der hat einen Golfschläger. Achso, die Wissenschaft haben wir schon. Ach, Mist. So. F. An Bord gehen. Na, komm schon. An Bord gehen. Okay, Mission Moon abgeschlossen. Warte, ich streiche Flagge. Ich streiche den anderen Satelliten. Ding auf den Mond werfen haben wir auch abgeschlossen. Das heißt, wir haben super viele Aufträge abgeschlossen. Wenn wir hier mal durchscrollen, da werden sie stelle Flagge, repariere Satelliten, sammle Oberflächenwissenschaft. Achso, die restlichen sind schon weggeklickt? Sind die schon verschwunden? Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Zeug gemacht. Die Klappe wieder zumachen, ja. Türen schließen. Ist eine gute Sache. Und ansonsten, ja, dann können wir jetzt erstmal zurück, würde ich sagen. Was haben wir? Wir haben ein bisschen Wissenschaft bekommen und wir haben jetzt schon einiges an Geld wieder eingeheimst. Das ist schön. Wir müssen damit jetzt nur noch heile nach Hause kommen. Okay. Und los geht's. Da können wir direkt mal... ich habe keinen Tee an. Und jetzt hat man, glaube ich, gut gesehen, wie plötzlich der Lag anfängt, wenn man RCS in der Nähe des der Mondoberfläche anmacht, oder? Hat man, glaube ich, gut gesehen. So, da fliegen wir in die richtige Richtung. Wir fliegen in die richtige Richtung. Gut. Auch mit RCS fliegen. So, da sind wir im Orbit. Sehr schön. Und wahrscheinlich, ja, wir sind in einem doofen Winkel. Wenn wir jetzt so starten, brauchen wir relativ viel Delta V, richtig? Wir haben das Delta V, also geben wir es auch aus. 720 ist jetzt nicht das super effizienteste. Und Zündung in 3 Sekunden, 2, 1, Zündung! Oh, und da haben wir es geschafft. Und das sollte ausreichend sein. Wir kommen bei 200 Kilometer. Sehr schön, dann mach mal hierhin. Wir sind sehr, sehr langsam. Fallen wir zurück Richtung Minmus. Richtung Kerbin. Und wir werden uns jetzt mal ausrichten und ein bisschen Delta V ausgeben, um unsere Trajektorie in die Atmosphäre zu legen. So. Hier unten Periapsis 180, da will ich so auf 38 Kilometer kommen. Und dann sollten wir gut eintreten.
Vielleicht 36 Kilometer. Wir sind relativ zügig unterwegs noch. Ja, wir nehmen mal 36 Kilometer. Und stopp. 39, den Rest machen wir mit RCS. Ups, falsche Richtung. 36 Kilometer und... Das reicht mir. Und wir richten uns seitlich aus. Und ich mache einmal F5. Schnell speichern. Und ich klappe hier oben schon mal die Solarmodule ein. Weil für den Wiedereintritt sind die maximal hinderlich. Und den Rest lassen wir ausgeklappt, würde ich sagen, oder? Komm, wir klappen auch nochmal die Füßchen aus. Und dann würde ich sagen, fliegen wir mal auf Kerbin zu. Yeah. Und da sind wir in der Atmosphäre und wir machen Stufentrennung. Flupp und richten uns aus und machen den Wiedereintritt. Entgegen der Rotationsrichtung ein. Das heißt, ja, wir haben ein bisschen mehr Reibung. Oh, da zischt etwas unter uns vorbei. Hallo? Ja, ein Teil unserer Stufe hat uns gerade überholt. Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. So, da sind wir gelandet und wir können hier leider nichts machen. Wir bergen. Okay. Oh, 523 Wissenschaft. Das hat sich ganz gut gelohnt. Wir haben ein bisschen Geld wiederbekommen. Ja. Wir haben ein neues Team. Mitglied. Auftrag abgeschlossen. Dafür gab es auch nochmal Geld. Aus der Umlaufbahn vom Moon. Wir sind fast bei 3 Millionen. Mega gut. Das waren jetzt sieben Aufträge, die wir am Moon gemacht haben. Das ist mega geil. Teleskopmöhrchen ist in 159 Tagen dran.